Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir warten ab und gucken, was passiert. Aber ich gehe schon mal in die Geschützposition, nur zur Sicherheit. Falls das sie auf Ideen kommen. Dann bin ich. Ja. Ich wusste es. Okay, go! It's time! Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, oh Gott! Nein, 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 nein! Keiner näher! Oh Gott, das sind meine Kollegen! Keiner nähert sich dem. Keiner nähert sich den Kollegen! Hier, Schutzzone! Schutzzone! Ja, ja, besser so hier! Alter Schwede! Und lernt daraus, ihr Schweine! Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge LSPDFL. Wir sind wieder zurück im wunderschönen Los Santos. Und wir werden heute mal eine Folge meistern, die, sag ich mal, das Fahrzeug ist nicht von mir ausgesucht diesmal. Das Fahrzeug ist durch einen Kommentar, durch einen Vorschlag hier ins Spiel gekommen und ich habe mir überlegt, dieses Gatling, also das Besondere an diesem Fahrzeug ist, das werde ich gleich mal zeigen, ist diese Gatling-Gun hier hinten, also diese Minigun. Und außerdem passt es ja, sage ich mal, perfekt. Okay, das ist ziemlich interessanter Schicht gerade gewesen. Das Fahrzeug passt ja eigentlich so halt perfekt ins Spiel rein, vor allem zu so einer FBI-Streife, die wir heute machen, mit meinen wunderschönen Kollegen hier. Tick und Tack, oder wie die heißen, irgendwie so, ich weiß es. Ich komme mir den Namen nie merken, ne? Es tut mir leid, ich komme mir die nie merken, auch als Kind, das ist irgendwie komisch. Gut, mit denen werden wir heute die Streife fahren und, ja, genau. Das Problem ist nur, dass sobald ich stehen bleibe, dass die Spassen dann aussteigen und die ganze Zeit ein- und aussteigen, das ist ein bisschen buggy. Aber deswegen fahre ich zum Beispiel auch nie mit Partner Streife. Oder sag ich mal sehr wenig, weil man braucht dann einen bestimmten Mod, da kann man das, sag ich mal, fixen. Aber wenn man es über dieses Menü hier spawnt, also als Bodyguards, dann buggen die oben, das ist ein bisschen kacke. Aber gut. Dieses Geschütz habe ich leider nicht zum Laufen bekommen, weil ich kenne es, das geht ja online, da normal, wenn man sich da reinsetzt ins Auto und hart drückt, dann kann man ans Geschütz gehen, aber wenn ich hart drücke, passiert leider nichts. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Ding ja Trappe ist, aber naja, auf jeden Fall ist ein Auto vom Secret Service, also USA Sicherheits, persönliche Sicherheitsgarde von Präsidenten, wer es nicht weiß. Aber wir werden das Fahrzeug heute mal ein bisschen missbrauchen. Ein Hotdog-Stand, nee, komm, wir sind heute FBI, da können wir nicht so Zeug machen. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir eine Schießerei am Start kriegen, weil nämlich dann schießen die da vielleicht raus, das wäre recht lustig. Aber, mal gucken. Ja, wenn man davon redet, ne? Attack Police Station, wieso nicht? So, außerdem werde ich das ELS-Menü mal einschalten. Das Auto hat auf jeden Fall eine schöne Beleuchtung, dagegen kann man echt nichts sagen. Und sonst allgemein ist das Fahrzeug eigentlich auch recht okay. Heute ist zum Beispiel übrigens auch ein Tag, wo das Spiel nicht so gut läuft. Ich weiß selber nicht, also das Vorbereiten dauert ja eigentlich eh immer mindestens eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Aber da dann die Scheiße heute noch abgeraucht ist, wo ich gerade aufnehmen wollte, hat es die Sache ein bisschen verlängert. Das fand ich ein bisschen kacke, aber naja, was willst du machen, wa? Geht ja nicht anders. So, wir fahren da mal kurz rüber. 600 Meter. Das ist eh sehr selten, dass das Spiel zu den heutigen Zeiten abstürzt bei mir. Ich weiß auch, wir hatten Zeiten, da ist das Ding alle 2 Minuten abgeraucht. Also mittlerweile ist das Spiel bei mir echt stable. Wo ich echt froh darüber bin, weil es war echt nicht schön. So, ein roter Impala als Unmarked-Version. Super, wie komme ich jetzt hier rein, du Depp? Geht auf die Seite, ey. So, und ihr seht, sie steigen aus, obwohl ich gar nichts mache, ja, die Schweine, ey. Ihr dummen Wichser. So, jetzt wird aber mal hier Action gemacht, Leute, vom FBI. FBI ist am Start hier, oder? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei, Leute? Seid ihr dabei? Ja, ist er dabei, komm. So.
Press Y to move with the SWAT team. Okay, Leute, go! FBI, motherfucker! Oh shit, die sind auf dem Dach, oder? Los, Leute! Wir sind vom FBI, ey. Wir managen das hier. Wir sind die Elite. Wo sind die denn? Auf dem Dach nicht? Oh shit, Alter, hier geht's ab. Hier geht's ab. Da oben? Ah ja, da ist einer. Okay. Got him. Got him, boys. Move in. Rush B. Ich muss aufpassen, weil ich spiele heute mal nur ein bisschen mit der Pistole. Um mal ein bisschen realistischer zu bleiben. Wo sind meine FBI-Typen? Ja, die sind hier. Ist schon einer gestorben, oder was? Weil hier nur zwei stehen. Ah, ne, sind noch alle. Okay, let's go in. Let's go in, boys. Catch them. Die halten ganz schön viel aus, ey. Alles klar, jetzt grüht die nochmal rein. Also, man weiß ja nie, ne? Ob die nicht noch leben hier. Da ist nur einer, den sehe ich doch bisher. So. Oh Gott. Ey, diese dumme Sau. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Also, wenn ich mich noch daran erinnern kann, werde ich das im Video auf jeden Fall vergrößern. Da versteckt er sich am Geländer, Alter. So. Keine 50 Meter weiter, ey. Leck mich am Arsch, du kleiner mieser Fucker, ey. Ja toll, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier irgendwo 2 Kilometer weit weg. Stopp, Simda BMW! Fick doch die Hände, ey. Jetzt fährt er einfach weg, die Sau. Ah, da steht noch einer. Okay, low. Los. Catch auf die Scheiße. Wir haben einen Einsatz. Go. So, also Simda BMW ausleihen, das ist nur für den Polizeieinsatz. Und schnell die Musik aus, wegen GEMA und so. Wir können ja dafür Self-Video anmachen. Nein, was machst du denn jetzt, Self-Video? Was läuft denn da? Okay, da läuft die Sundwelle scheiße. Okay, die können wir anmachen, ich glaube, das ist nicht GEMA geschützt. So, ach Gott, das hat ja die GDA-Handling-Line, ganz vergessen. So, Simda BMW Action. Das wäre eigentlich echt ein geiles Undercover-Fahrzeug mal. Schade, dass es dich nicht, dass es dich als Polizeiversion gibt. So, aus dem Weg! Polizei! FBI! Muss da durch! So, Freunde, wie schaut's aus? Bin da! Okay, let's go! 2. Runde, Boys! Wir catchen sie uns! Und jetzt hole ich mir die Sau! So, jetzt guck ich aber noch kurz, ob hier nicht links irgendwas ist, weil sonst krieg ich dann auf die Fresse. So, hier, da muss ich jetzt in Deckung gehen. Ah, da steht er, sieht ihn? Da ist der kleine Pisser, ey. Du kleiner Wichser, ey. Scheiß Clown. Schießt in deine Beine. All suspect neutralized. Press N to end this call out. Okay, wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Die Killer-Clowns sind tot. Ja, da sind der BMW jetzt rausgerissen hier. Schönes Auto übrigens. Ach, ich liebe diese alten großen BMWs. Weiß nicht, die sind irgendwie sexy. Gut. Dann nehmen wir wieder unseren Suburban. Weil das in der BMW ist jetzt vielleicht nicht gerade das Beste. Ja, ihr könnt gerne euch da hochstellen, aber ich weiß nicht, ob das so gut endet. Also, jetzt geht auch rauf. Das ist so schwierig, die einzusammeln, ohne dass sie alle aussteigen, Mann. Das kotzt echt an, so. Ja, super gemacht. Da bist du jetzt selber schuld. Lebst du noch? Ach, der lebt ja noch, ey. So ein Scheiß. Dann komm! Ja, los, verpisst euch jetzt. Eins ist vorbei. Da ist übrigens der normale Suburban. Ich hab den nämlich auch ohne Gatling Gun. Aber warte mal, Leute. Ich glaube, ihr habt den falschen Suburban, oder? Nein, das ist nicht unser Suburban. Verdammt, der Axt. Wo ist unser? Dudes, wir haben den falschen Wagen. Wir brauchen den anderen, wir brauchen wieder unseren alten. Oh shit, we've got the officer down. Das ist auch nicht unsere. Den können wir eigentlich gut erkennen, weil der andere, der hat nämlich so weiße Takedown-Lights vorne drin und uns ja nämlich nicht. So, Da. Er ist weg. Okay, dann müssen wir uns wohl nochmal einen holen. Thank you.
Damen und Herren, da bin ich wieder zurück in the Hood und es tut mir leid, das Spiel ist abgestürzt, weil ich das Auto gespawnt habe. Also man merkt, das Auto ist nicht ganz fehlerfrei. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass das mein Spiel zum Abstürzen ging, da ich ja schon in meiner Laufbahn viele Autos hatte und das Spiel nie so exzessiv abgelaufen ist, nachdem ich ein Auto gespawnt habe. Aber gut, ich habe was herausgefunden und zwar haltet euch fest, ich habe nämlich herausgefunden, dass wenn ich auf F oben bleibe, dann steige ich hinten ein, so. Und sieh mal einer an, der geht automatisch dann ans Geschütz. Das heißt, man kann das Geschütz doch benutzen, es ist keine Attacke, ja. Das Problem ist nur, dass das Geschütz hier angezeigt wird. Das stand aber meines Wissens... Ups, an der Ruckler, okay. Das stand aber, glaube ich, in der Readme drin. Also das ist anscheinend ein bekannter Bug. Jetzt gucke ich mal kurz, ob das Ding eigentlich schießt. Ja, tut es. Oh Gott. Okay, das ist geil. Also, ihr seht, das Ding funktioniert hier soweit. Und damit kann man... Alles klar. Hör auf jetzt! Und damit kann man ordentlich Chaos anrichten. Nicht, dass ich das vorhab. Nein, nein, nein. Warum auch? Ich doch nicht. Wir werden jetzt mal das Ding natürlich mal versuchen einzusetzen. Das Problem ist halt nur, dass wir, sag ich mal, dazu irgendeinen bestimmten Einsatz bräuchten. Geil. Hier, LAPD-Streife und eine Undercover-Streife dahinter, ja. So, das ist doch eine perfekte Streifeneinteilung, oder? Und ihr seid zu spät. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, Reckless Driver. Ein Reckless Driver, ey. Ich habe jetzt übrigens meine Kollegen nicht mitgenommen, weil die ja eh nur rumglitschen. Und die ganze Zeit aussteigen wollen. Das ist dann ein bisschen kacke. Vor allem, weil ich dann nicht stehen bleiben kann immer. Das ist auch ein bisschen scheiße. Aber okay. Ja. Driver under Influence. Alles nur hier so Verfolgungen. Aber ich brauche jetzt mal irgendwas, wo ich draufballern kann. Oh Mann, ey. Ja, der LKW, die gängt sich erst so vorbei. Wieso nicht? Komm, irgendeine Schießerei. Und der da vorne fährt Schlangenlinien. Ich weiß, soll man aufhalten? Car Theft Attempt. Ah, geil, da kann ich doch jetzt meine Gun mal ausprobieren. Bin ich dabei. So, alle aus dem Weg. FBI muss durch. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der bitte schön? Aha! Jetzt war gut hier! Sofort auf den Boden! Auf den Boden! FBI! Sofort auf den Boden! Jetzt du Idiot! Meine Fresse! Auf den Boden! Kann ich den ja eigentlich mit den Geschütz festnehmen? Das wäre echt lustig. Ah! That's what you get! Du Idiot! That's what you get! Okay. Alles Code 4 hier. Wir haben ihn ausgeschaltet. Das FBI hat erfolgreich gehandelt. Okay, erstmal EMS in den Rufen. Wir brauchen das EMS hier. Wir haben zwei Verletzte. Der eine ist mir aber reingegangen. Dafür kann ich echt nichts. Okay, das Auto ist ein bisschen kaputt, aber das kann man auf den Dieb schieben. Hat zwar nicht irgendwie so Einschusslöcher, obwohl hat es halt echt nicht. Das ist ja perfekt, das kann man echt auf den Typen schieben. Mein Gott, der Arme, der also ich glaube bei denen, der wird wahrscheinlich nicht mehr so viel. Der hat jetzt wahrscheinlich so viel Metall in sich wie so ein Terminator, Mann. Okay, Tow Truck. Obwohl eigentlich das Ding steht hier so gut, das hätten wir auch stehen lassen können. Ja komm, los, Leute. Ja, und für den anderen? Wollte schon sagen, ey. Gott, dieses Ding schaut echt sexy aus. Ich liebe ja immer noch den Suburban. Ich würde mir den übrigens echt gerne in echt kaufen. Aber ich habe mal so geschaut und diese Preise, was... Also, den 2015er Suburban, den kriegst du nicht unter 70.000. Dafür, dass das Ding innen drin so viel Technik hat, wie in Deutschland die BMW schon vor... 5 oder 7 Jahren oder so hatten, also. Ist echt ein Witz. Ja, alle Dodo oder was? Okay, dann holen wir Corona. Corona. James Spearing. Moment, James Spearing? Ist das ein Kerl? Ich hab gedacht, das ist ein Vibe. Ah ja, ist wirklich ein Kerl. Na dann. Tut mir leid, James.
Du bist mir ins Schussfeld gekommen, da bist du eigentlich jetzt echt selber schuld. Wenn du mir gar nicht gönnst, du hättest stehen bleiben können, dann wäre nichts passiert, wahrscheinlich. Aber nein, James, du bist ja so dumm und musst mir reinigen, ne? So, kann jetzt hier mal eine Scheißschießerei kommen? Demonstration. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Demonstration. Oh Gott, jetzt wird's insgesamt. Jetzt wird's insgesamt, meine Damen und Herren. Wir bleiben noch kurz stehen, weil sonst backt der Corona, glaube ich, wohl. Wohl tut er eh schon. Super. Okay, dann fahren wir. Spiel bitte auch nicht ab. Oh Gott, lassen Corona einfach dich spawnen. Das kannst du doch so gut Sachen nicht spawnen lassen. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird den Corona nicht despawnen lassen, aber... Aus dem Weg! Also meine FPS zeigen, dass das Spiel den Corona nicht despawnen lässt. Genau! Da bleibt ihr natürlich stehen, wenn ihr 2 Kilometer weit in die Sirene von irgendjemand anderen hört, aber bei mir nicht! Ey... Ich schalte mal die Scan-Sirene ein. Oh Gott. Ah! Fahrt doch auf die Seite, wenn ich schon eine Sirene hört. Muss hier durch. Ich habe was Wichtiges zu tun. Ich habe Demonstranten zu erschießen, Mann. Das ist wichtig. So, jetzt hatte ich gerade wieder Nachladen. Ja, Burnout interessiert mir jetzt nicht. Hast du Glück gehabt. Vorm Polizeidepartement, okay? Oh shit. Okay, den. Ja. Genau. Wir bringen den Wagen gleich mal in Position. Alles hin. Okay, dann fahren wir da schnell durch. Freunde, das wird für euch nicht gut enden. Das sage ich euch gleich, wenn ihr hier Faxe macht. Aus dem Weg. Ah, ich kann mit ihm in ein Auto gehen. Das ist natürlich geil. What should we do? Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir warten ab und gucken, was passiert. Aber ich gehe schon mal in die Geschützposition, nur zur Sicherheit. Falls dass sie auf Ideen kommen. Dann bin ich... Ja, ich wusste es. Okay, go! It's time! Oh Gott. Nein. Keiner nähert. Oh Gott, das sind meine Kollegen. Keiner nähert sich dem Kollegen. Hier, Schutzzone. Ja, besser so hier. Alter Schwede. Und lernt daraus, ihr Schweine. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gerade eine Kurzsendung von Polizeigewalt gesehen. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Alter Schwede, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel Friendly Fire ich hier getätigt habe, aber es schaut doch überraschenderweise nicht so viel aus. Hier liegen nur 2 Officer, ja, das ist noch vertretbar. Okay, Corona, ich würde sagen, da machen wir jetzt gar nicht lang rum mit Medic, weil ich glaube, wenn man von denen geschützt getroffen wird, dann ist es eh für einen vorbei. Aber, naja, ist mal so eine Frage, ne. Gut, dann warten wir mal kurz, bis der Corona eintrifft. So tut man Demonstrationen behandeln, ja. Die haben sich sofort abgelöst, das war supi. Okay, gut, dann warten wir mal kurz auf den Corona. Gott, oh Gott. Also, wenn dieses Geschütz hier euch nicht heute gefallen hat, dann weiß ich auch nicht. Das sehe ich schon so ein halber Panzer, deshalb Urban. Jetzt lass mich raten. Bestimmt kommt der Corona jetzt hier nicht rein, ne? Ich trinke mal kurz was. Sind die ausgestiegen? Nee. Ich bleib mal auf H oben, dann kommen die schneller her. Also sollten sie eigentlich... Die Betonung liegt auf Sultan. Hallo? Ich krieg doch Haar. Was macht der Typ da eigentlich gerade? Manuel Esplado. Esplado. Ja, wer? Hier ist niemand. Gott, dann machen wir es halt so. Kommst du jetzt durch? Ja, jetzt schon, ne? Idiot. Alter!
Jetzt fahr die Scheiße doch einfach um. Gucken wir nochmal half. Das ist ja vielleicht nochmal schneller als ich hier spawn. Ah, jetzt, okay. Ja, genau, super. Alter, ihr seid solche Vollidioten, ey. Haltet doch ein Scheiß hier jetzt Abstand. Oh Gott. Leute, ich mach mal hier eine Tempozone, dass sie hier nicht so durch. Mann, was ist denn das für ein Scheißmod mit diesem Funkgerät? Mit diesen Binoculars, Alter. Das kotzt mich auch so an. Ey. Ja, Course of a Firearm. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Steht da eigentlich LA drauf? Ja, da steht Los Angeles drauf. Wollte schon sagen, ob das Los Santos ist. Aha! Stopp! Stopp, 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 Urban, bleib stehen, bleib stehen. Ah. So, und jetzt komm mal raus da. Komm raus. So, guten Tag. Gib mal deine ID, Freundchen. Wer so einen auffälligen Suburban fährt, der hat Probleme. Okay, der ist eigentlich null auf, fällt null auf, aber gut. Gold bin. Was habe ich zum Fuck jetzt eigentlich gedrückt? Ja, ich weiß schon, wer du bist. Okay, Breathalyzer-Test. Hast du das gesoffen? Oder getrunken oder was weiß ich? Thanks. Na, gucken wir mal. Ne, da hat er 0, das ist natürlich gut. Genau, mach die Tür auf, das ist natürlich sehr wichtig. Dann machen wir noch einen Drug-Test. Weil, Leute, wir haben gerade eh nichts zu tun, wenn die hier aufräumen. Ey. Wieso fahren jetzt nur noch Suburbans rum, Mann? Nicht Suburban, das geht ich denn. Ey, ich bin ja auch komplett wirklich, das ist ein Tau natürlich. Ja, jetzt geht zurück in deine scheiß Kacke, ey. Issue warning. Meine Fresse, fahrt doch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich weiß schon, was jetzt passiert. Oder? Oder doch nicht? Hab ich mich gehört? Gehst du hoch? Wo rennt der Typ hier hin? Ja, ich wusste es. Und es ist niemand. Ich wollte gerade sagen, und es ist niemand gestorben, aber ich glaube, die sind noch von der Demonstration tot. Gut, so viel dazu. Ich wollte eigentlich noch so sagen, das Ding wird jetzt gleich hochgehen. Weil komischerweise, manchmal haben die so eine Autobombe am Start und dann, geht's ab. Ja, sie können auch weiterfahren, Lady, ne? Ist kein Problem. Obwohl, ja, das sehe ich auch so. Du kannst... Okay, stopp, jetzt ist Schluss. Das ging jetzt zu weit. Ja, mach wieder die Tür auf. Das ging zu weit, Lady, ja. Das gibt diese Warnung. Ich kann dir ja gar nicht hier ein Ticket geben. Okay, dann machen wir. Dann tun wir sie jetzt erst so sagen, ja okay, fahren sie weiter, das ist alles okay. Und jetzt holen wir sie uns, die Kleine. So, aussteigen! Schneckchen! Hallo, Schneckchen aussteigen, genau, und einmal hinlegen. Mach die Beinchen breit. Das sage ich übrigens auch immer sehr oft in Anime zu. Natürlich nicht. Gut, jetzt kommt der Tow-Truck. Ach so, geil, da können wir uns mal kurz das anschauen. Jetzt verpiss dich doch. Und zwar, der hat hinten hier so eine Pfeile. Das ist, finde ich, voll geil. Also, ich weiß nicht, wie eh das sieht, aber ich finde das echt geil. So, du kommst ins Kittchen. Okay, ist es ein Deal? Ja, ist ein Deal. So, jetzt fahr doch endlich zu! Jetzt, komm schon, ein paar Meter noch. Noch ein paar Meter. Komm schon, du schaffst es. Ach Gott, dann leck mich doch. Ich fahre jetzt, ey, ich habe keine Lust mehr. Und das Auto wird nicht abgeschleppt. Die Karre wirst du nie wiedersehen, weil du machst damit eh nur Scheiß. Die hat mich fast angefahren, die Sau. Sie hat mich nur fast angefahren, deswegen habe ich sie nicht erschossen, aber wenn sie mich angefahren hätte, dann wäre der Fall der Fälle eingetreten. Das sage ich gleich, ja. Wo ist denn die Transporter?
Kommt der heute noch oder? Ah nein, sie läuft jetzt einfach weg. Ah nee, doch, hier ist die Transporter, okay. Moment, was ist denn das für ein Auto? Ist das ein Taurus oder der... Ah, ist der Taurus, wollte schon gerade sagen. Okay, perfekt. Drug Runner, Alter, nee, Mann, der fackelt wieder mein Auto ab, das sehe ich schon. So, ich kann sagen, lass uns den da vorne aufhalten, aber das ist fucking Polizeitaurus, Alter. Ich bin auch schon langsam blöd, ey. Hot Pursuit von der Ambulance, der wieso nicht? Wer Ambulance ist klaut, der kriegt's mit mir zu tun. So, jetzt mal Schluss hier. Keiner klaut Ambulances. Ich hab das Gefühl, bei dem müssen wir wieder die Straßensperrentaktik anwenden, aber mal gucken. So, anhalten! It's the FBI, bitch! Nein, er bleibt ja schon freiwillig stehen. Es bleibt stehen! Das ging überraschenderweise einfach. Aussteigen! Ist vorbei! Ist vorbei! Underground! Spread them legs, boy! Alter, das war knapp. Oh, mein Timer. Seit wann habe ich den eigentlich auf Ton? Oh Gott. Ey, du stehst, glaube ich, im Auto drin. Alter, ist jetzt mal gut bei euch, Idioten! Meine Fresse! Seid doch nicht so am Panik schieben, ey. So, wir brauchen jetzt ganz Porter. Ja, so geht's natürlich auch. Face of Crash, Call of Crash, please send me a log-file. Nee, das mach ich jetzt nicht. Aber, gut, dass der LSPDFR Crash successfully aborted wurde, ja. Dass das LSPDFR nicht abgeraucht ist, ist schon mal gut. Dass so eine Sicherung existiert. Weil sonst hätte ich jetzt nämlich alles wieder neu laden können. Wo ist, hätte ich eh nicht gemacht, weil die Folge jetzt nämlich eh schon wieder vorbei ist, ja. Es tut mir leid. So schön vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat oder wenn man Qualen erleidet, je nachdem, wie ihr dieses Video hier anschaut. Oder wie ihr das Video findet, sagen wir so. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ihr Fahrzeugvorschläge habt, dann sendet sie gerne in den Kommentare rein. Ich versuche sie immer mit rein einzuwenden. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich alle hier auch reinsitze, weil es kommt dann auch wieder so ein bisschen darauf an, ob sie ins Setting passen und ob, sag ich mal, die Qualität auch ganz gut aussieht. Aber sonst spricht da nichts dagegen, ihr könnt es gerne versuchen und sonst wünsche ich euch soweit noch einen super Tag. Bewertet das Video ruhig positiv, wenn es euch gefallen hat und abonniert natürlich meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt und wenn ihr nichts verpassen wollt. Und sonst wünsche ich euch noch einen super Tag. Das war euer Tony Gott und ich glaube, ich werde jetzt gleich bitterlich erschossen. Ja, ciao, haut rein. Tschüss. Das ging schnell. Tschüss.